Jetzt haben Sie diesen tollen Pokal gewonnen. Nächstes Jahr Mission Titelverteidigung? Erstmal steht ja der Wanderpokal drauf. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder in Bösinghofen sein werden. Andererseits Titelverteidigung. Wir reden vom Jugendbereich und da ist halt jedes Jahr eine neue Wundertüte und wir haben viele junge Jahrgänge dabei, die nächstes Jahr sich nochmal messen können und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Jetzt haben Sie bereits unter der Woche gesagt, die Mannschaft ist in dieser Aufstellung noch sehr neu. Ich glaube, 5 Spieler sind aus dem alten Jahrgang dabei. Ansonsten eine komplett neu zusammengestellte Truppe. Was haben Sie für Eindrücke, insbesondere von Ihren Neuzugängen? Haben sich da viele beweisen können? Wer wird morgen abgeworben? Abgeworben wird keiner. Nein. Also, klar ist das jedes Jahr für uns was Neues, weil wir jedes Jahr eine neue Mannschaft aufbauen müssen, dass es interessant ist. Wir haben ein paar externe Zugänge, wir haben viele Spieler aus den eigenen Reihen, weil wir auch irgendwo Jugendausbildung fordern und fördern wollen bei uns bei Fortuna. Jetzt jemanden herauszukristallisieren, finde ich schwer. Es ist eine sehr interessante Mannschaft mit einem richtig großen Potenzial. Und es gibt eine Jungs, die sind lernwillig, das sind uns alle, werden wir schauen, ob sie lernfähig sind. Und wenn sie das hinbekommen, dann denke ich, werden wir eine ordentliche Saison schaffen, die wir auch gut verhalten und dann immer noch bekommen. Das heißt, Stand jetzt sind Sie aber mit dem Ausgang des Turniers sowieso, aber auch mit der Entwicklung zufrieden, höre ich so raus. Wenn man gewinnt, sollte man nicht unzufrieden sein. wir können jetzt einen Antrag beim DFB stellen, dass wir sagen, jedes Spiel gehen nach 90 Minuten unschieben, dann schießen wir einen Meter, dann kriegen wir wieder mal ein paar Punkte mehr. Nein, wir sind zufrieden, wir haben jetzt die Woche trainiert, wir haben angefangen, die Jungs haben sehr viele Einheiten in den Knochen teilweise, mit den Spielen, die hier unter verschiedenen Witterungsverhältnissen stattgefunden haben. Und deswegen, wir gehen in die Richtung, in die wir uns vorstellen. Elfmeterschießen, da braucht man einen Elfmeterkiller. Fabian, das warst du, haben wir ja gerade schon gehört. Wie war das für dich jetzt auch als Bestandteil der Saisonvorbereitung, als Training? Wie hast du diese Turnierwoche erlebt? Ist unser erstes Turnier gewesen und die Saison hat jetzt gerade erst angefangen. Und ab morgen geht es, sag ich mal, richtig los. Das Trainingslager. Und ja, man hat viele gute Eindrücke gesehen, aber auch viele Verbesserungen, viele Sachen, die wir verbessern müssen. Und ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber werden wir machen. Soweit. Danke erstmal an Fortuna Düsseldorf.